Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Folge TechPack Opening. Heute haben wir wieder ein paar ordentliche Pakete am Start und ich habe auch noch zwei XXL-Pakete. Die stehen allerdings noch draußen im Flur, die werde ich dann, glaube ich, im Nachhinein noch hier in der Garage bei mir aufnehmen, wo ich ein bisschen mehr Platz habe und das werde ich dann einfach hier reinschneiden. Aber ich fange erstmal an mit dem, was ich jetzt hier habe. Machen wir jetzt erstmal hier das große Paketchen auf. Gucken, ob ich das hier so an dem Sack rausziehen kann. Oder ob der auch unten offen ist. Ich hoffe nicht. Nee, okay, perfekt. Wollen wir doch mal gucken. Ah, wir haben auf jeden Fall was. Ah, das ist hier die Anycubic Washing Cure. Oha, ist die groß. Ach du Scheiße. Ja, oh. Haben wir hier so schön diesen Deckel, der UV-Blocker. Und was ich halt eben gut finde, warum ich mir gesagt habe, yo, ich bin dabei, ist genau das hier. Ja, man kann hier nämlich den UV-Bereich, wo hier quasi die UV-LEDs sind, hier oben abknicken. Weil für das neueste Spezialresin, was ich benutze, hier für meine Ringe und so, ja, da habe ich nämlich das Problem, dass die von dem neuen, also ich habe so ein Spezialresin, was halt ausgehärtet werden muss, unter Ausschluss von Sauerstoff. Also da darf kein Sauerstoff dran kommen, während das hier aushärtet. Das heißt, ich muss das in... ich muss das in Glycerin tun. Also ich habe quasi so ein Schälchen, da kommt Glycerin rein und da kommt dann eben das 3D gedruckte Modell rein. Also ich muss das vorher sauber machen so ein bisschen. Übrigens nicht in Isopropanol, sondern eben in Ethanol. In Bioethanol habe ich mir da extra besorgt. Und dann muss das halt in warmes Wasser, kaltes Wasser und so weiter. Ist ein bisschen umständlicher, sage ich jetzt mal. Und muss dann halt hier unter... in so einem Schälchen mit Glycerin halt eben ausgehärtet werden. Und das Problem ist, dass teilweise UV-Strahlung durch das Glas blockiert wird. Habe ich im Internet so gelesen und das hat mir halt auch der ein oder andere YouTube-Kollege gesagt. Es hat zwar schon immer so, ja, es hat trotzdem irgendwie funktioniert, aber ja, man wird ja da trotzdem hellhörig und wenn man dann irgendwie was findet, was da eben gegensteuern kann, dann verwendet man das natürlich. Und wenn jetzt hier zum Beispiel dadurch, dass ich das hier so abknicken kann, die UV-Strahlung direkt von oben in das Schälchen reingehen kann, dann habe ich damit natürlich also einiges gewonnen, weil halt eben das direkt da reingehen kann. Ne? Das macht natürlich Sinn. Oh, das ist so richtig hier mit Magnet so. Man merkt richtig, dass das hier stabil steht. Hier hinten haben wir einen... Hier hinten haben wir einen TCRT 5000, mit dem haben wir auch schon mal eine alte Stromversorgung smart gemacht, also den alten Ferraris-Stromzähler kennt man ja, wo dann diese Scheibe ist mit so einer roten Markierung und ich habe ein Video auf meinem Kanal, falls euch das interessiert, sucht gerne mal danach, wo man quasi diesen alten Stromzähler smart machen kann, also wo man quasi ja das dann in seinem IO-Broker verfolgen lassen kann, wie viel Strom hat man denn jetzt verbraucht und so weiter und das funktioniert eben über so einen TCRT 5000. Der wird aber hier genutzt, um zu gucken, ob jetzt die Haube drauf ist oder nicht. Interessant. Jetzt haben wir hier diesen riesen Tank. Hier haben wir wahrscheinlich dann noch so das Netzteil wahrscheinlich drin. Und hier haben wir nochmal so ein Schutzding drin. Und das hier ist quasi unser Netz, wo wir dann unsere Teile reintun können. Kann man hier schön wunderbar eintauchen, Deckel wieder drauf und dann passt das. Hier in dem kleinen Paket haben wir dann noch die Drehscheibe und hier sowas. Und das sieht mir sehr stark nach einer... so eine Spiegelfolie aus. Ich weiß nicht, kann man das kleben? Ist das hier mit Kleber oder ist das einfach nur so zum Drauflegen? Das würde mich jetzt aber mal interessieren. Also kleben tut hier gar nichts. Das sieht auf beiden Seiten gleich aus. Und dann kann man das hier unten so reinlegen. Macht natürlich Sinn, weil das dann reflektiert. Ne? Das heißt, man hat dann die UV-Strahlung auch nochmal unten drunter. Und dann haben wir hier den Teller, der hier so drauf kommt. Wird er irgendwie noch festgedrückt oder so? Nö, ist schon so eigentlich relativ fest. Passt. Okay. Und dann haben wir das da drin. Machen wir mal an. Ich habe hier so ein paar Ringe. Das ist übrigens dieses Spezialresin, was ich meine, was nur unter Glycerin ausgehärtet werden darf. Die sind jetzt schon ausgehärtet. Also es ist jetzt nicht schlimm, wenn ich das jetzt nochmal aushärte so.
aber ja, normalerweise nur in einem Glycerinbad. Und jetzt stellen wir uns vor, die sind halt in so einem Glycerinbad, dann kann ich das nämlich hier einfach schön abknicken und hier quasi, wenn hier das Schälchen steht, von oben da UV-Licht drauf geben. Und jetzt kann ich hier vorne, hoppala, jetzt kann ich hier vorne einstellen, ob ich jetzt waschen oder curen will. Aktuell stand es auf wash, jetzt steht es auf cure. Und jetzt kann ich halt hier auf hochgehen bis zu 60 Minuten. Und das finde ich halt auch gut, weil bei meiner Elego Wash & Cure kann ich nur bis 15 Minuten gehen. Und das ist natürlich nervig, weil ich dann, gerade bei dem ist es nämlich 45 Minuten vorgegeben, ist es ein bisschen nervig, dass ich jedes Mal wieder hinrennen muss. Ne? Und jetzt können wir hier, ich mache jetzt einfach mal hier 20 Minuten. Und dann drücke ich drauf. Und dann fängt sich das hier an zu drehen. Ist auch wirklich sehr leise, man hört nichts. Finde ich gut. Gefällt mir. Sitzt auch gut drauf hier. Ja. Und hier drin sind jetzt die UV-Lampen angegangen. Und der Teller dreht sich. Und der härtet das da jetzt quasi aus. Ist zwar schon hart, aber egal. Ich lasse es einfach trotzdem mal hier so ein bisschen drin rummachen. Ne, dass das hier so ein bisschen sich da rumdreht. Weil ich mit anderen Projekten noch beschäftigt war, habe ich jetzt längere Zeit wieder kein Techpack-Opening machen können. Und ich versuche ja auch immer so ein bisschen zu sammeln, dass ich halt eben euch nicht hier mit diesen Techpack-Opening-Videos überflute. Soll ja auch irgendwie im Rahmen bleiben, dass das halt nicht zu übermäßig hier ist, sag ich mal. Ne? So, ach, übrigens hier ganz kurz, ne, wenn ich das jetzt hier aufhebe, ihr seht's, es geht sofort aus. Ja, dann meist wieder drauf und dann geht's weiter. Wir haben hier von RevoPoint, hoppala, den neuen Pop-Scanner. Ihr habt ja schon das Review gesehen zu dem ersten Pop-Scanner von RevoPoint. Das ist jetzt hier der Pop 2. Und hier haben die wohl einiges nochmal verbessert im Gegensatz zu der Vorgängerversion. Hier haben wir so eine schöne, guckt euch das mal an hier. Richtig hier so offizielle Letter. Best wishes for you. Okay. Und dann haben wir hier. Ach du Scheiße, das ist ja. Mensch, da haben die sich aber hier was einfallen lassen. Finde ich aber cool. Gefällt mir. Hey Dennis Schimmer. Hope you are doing well. Glad to work with you for the first Pop Scanner review. And we would like to share a good news with you. With RevoPoint team effort, we are going to announce the last Pop 2. Also, im Grunde genommen, ja, das ist ein geilerer Scanner und cool, dass du das erste Review schon mit uns gemacht hast und deswegen, ja. Und hier haben wir, und das ist das, was nämlich groß auch announced wurde, für die portable Variante, wenn man damit eben unterwegs ist, haben wir hier ein Stativ, wo der Scanner dann später draufstehen kann. Hier auch mit einem RevoPoint Sticker drauf. Und das ist aber auch gleichzeitig eine Powerbank, damit eben, weil es ist ja das, was ich auch so ein bisschen kritisiert habe, dass der Akku verdammt schnell leer geht, so am Handy. Das hier kommt in meine Schublade, wo ich immer meine Sachen reintue, wenn ich irgendwie so was Spezielles von Fans zugeschickt bekommen habe oder eben von der Firma. Habe ich hier unten extra so eine Briefschublade. Dann hat man jetzt hier nochmal so eine Plate, sag ich mal, auch wieder mit hier diesen Pünktchen drauf. Das kann man dann wahrscheinlich hier mit dem Ding dann einfach hier so drauf tun, dass es dann so drauf klebt, damit man eine größere Fläche hat. Aber ich habe ja sowieso noch den alten Turntable, von daher ist das ja alles gar kein Thema. Also und das ist, hier haben wir für die Handy-Dings, was noch mit dabei ist. Hier haben wir halt, wie gesagt, Stativverbindung. Und das ist das, was ich sehr, 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 sehr gut finde. Weil ich habe ja am Ende des ersten Videos zum Pop 1 habe ich ja gesagt, man könnte sich so ein Y-Kabel bauen oder kaufen oder sonst was, womit man dann Stromversorgung und Datenübertragung voneinander trennen kann. Das haben die hier in einem Adapter direkt mit beigelegt. Man hat hier quasi so einen Adapter, der an den Pop 2 Scanner hier hinten dran kommt. Oh, der sieht auch ein bisschen anders aus. Die haben wohl auch die Sensoren, hat man mir gesagt, ein bisschen verbessert. Man hat jetzt hier hinten auch noch so einen Knopf dran und hier kommt jetzt quasi das Ding dann dran und dann hat man hier oben einmal USB Typ C und hier einmal unten einen Micro-USB Anschluss, womit man dann Datenverbindung und Stromversorgung voneinander trennen kann. Und das ist ein enormer Mehrwert meiner Meinung nach. Das ist ein weiterer 3D-Scanner, den ich jetzt dann hier habe. Finde ich gut. Oha!
Hier haben wir ein Headset von EXA Telkom. Environment Noise Cancelling Wireless Headset. Headset ist da. Ja, ist halt ein Headset, ne? Das ist halt, die Firma hat mich halt angeschrieben, können wir dir das mal zuschicken und ja, warum nicht? Was haben wir hier drin? Ah ja, ja. Das ist nice. Mhm. Da habe ich nämlich schon eins von und jetzt habe ich noch eins davon. Die Dinger sind richtig gut. Warte, rechnen nach da hinten. Da habe ich schon eins von, wie gesagt. Und weil ich so zufrieden damit war und jetzt noch ein bisschen mehr Speicher gebraucht habe, habe ich mir gerade einfach noch eins geholt. Ich hätte auch einfach bei dem, was ich schon habe, die Festplatten austauschen können. Aber ich wollte ja nach wie vor auf den Speicher davon zugreifen. Das ist aber so ein Ding, wenn ich da irgendwann, ja, wenn ich da nicht dauerhaft dran muss, werde ich die Festplatten austauschen. Um da nicht mir dann irgendwann 1000 Geräte kaufen zu müssen. Und zwar haben wir jetzt hier ein MyCloud EX2 Ultra. Wie gesagt, ich habe davon schon eins da oben stehen, was da schon seit, ich glaube, über einem Jahr und so inzwischen ist. Wir haben genauso wieder 12 Terabyte Speicher mit drin. Das sind die Western Digital Red Festplatten. Kann man hier auch an der Seite sehen. Die sind extra für NAS-Betrieb, also sind extra NAS-Drives. Die für den Dauerbetrieb auch ausgelegt sind. Also das ist kein Problem, das Ding quasi 24/7 laufen zu lassen. Ist mit Netzwerkanschluss, wo man dann vom gesamten Netzwerk drauf zugreifen kann auf den Speicher. Es gibt sogar eine App, meine ich, aber ich hab das nie benutzt, die App, dass man, glaube ich, sogar auch von außerhalb drauf zugreifen kann, wenn man das möchte. Benutze ich nur nicht. Also ich benutze es nur rein im internen Netzwerk, weil ich eben, ja, hier steht ja auch Share Files and Folders with your friends und so weiter und so fort, was die dann downloaden können. Genau. Ich benutze es aber hier für meine YouTube-Videos zum Speichern und da ich ja jetzt neuerdings auch in der Meisterschule bin und meinen Meister zum Mediengestalter Bild und Ton mache, brauche ich eben für das Unterrichtsmaterial und die ganzen Notizen und alles, was ich eben dazu erarbeite und so, nochmal mehr Speicher und dafür habe ich mir das jetzt hier eben geholt. Und habe damit nochmal ein bisschen mehr Speicher. Ne? Gute Sache. Dann mache ich jetzt das auf. Habe ich ja eben schon gesagt, dass ich weiß, was hier drin ist. Ist nämlich einfach nur Isopropanol. Ne? Das sind nämlich die ganz normalen, typischen Isopropanol-Flaschen, die ich mir halt immer bestelle. Hier von Voldo Clean. Keine Ahnung. 99,9%. 1 Liter. Sind jetzt hier 6 Flaschen drin. 6 mal 1 Liter, also 6 Liter. Isopropanol brauche ich immer für meine Resin 3D-Druckgeschichten oder hier kann man dann auch hier in diese Wash and Cure Station mit reinballern. Genau, dann habe ich jetzt hier noch was. Sieht mir ein bisschen aus, wie als wäre hier Resin drin. Ich glaube, man macht es hier von der Seite auf. Ich habe so ein... Oh, was haben wir hier? UV-Resin. Plant-Based Gray von Anycubic. Wo war das jetzt mit dabei? Oder habe ich mir das bestellt? Also ich weiß nicht. Also eigentlich habe ich mir das nicht bestellt. Ich muss mal bei Amazon eventuell reingucken. Es kann sein, weil ich meine, ich hatte das mal im Warenkorb drin. Und so, weil ich mir das speichern wollte. Und dann kann es sein, dass ich es eventuell aus Versehen bestellt habe. Aber es ist auf jeden Fall gutes Resin. Machst du nichts verkehrt. Anycubic 3D UV Resin. Basic. Grau. 1 Kilogramm ist in Ordnung. Ja, machst du nichts verkehrt mit. Oder vielleicht war das auch hier bei der Wash and Cure Station irgendwie mit dabei. Who knows? Ich weiß es nicht. Und dann haben wir hier noch so ein paar kleine China-Pakete. Machen wir die als erstes. Dann gehen wir zu den größeren hier über. Und dann die ganz großen. Gucken wir mal hier rein. Ich habe mir ein paar Sachen bei AliExpress wieder bestellt. Oh Gott sei Dank, ich glaube, das hier sind meine Gummis. Meine Silikondichtungen. Wenn die zu klein sind, bestelle ich mir nachher nochmal größere. Ich muss es aber trotzdem nochmal ausprobieren. Was haben wir hier noch für ein kleines Ding? Open. Was ist hier drin? Ein Tuch zum Polieren. Für die Brille zum Beispiel. Und zwar ist das nämlich für meine Kajakast, wo dann der Vlask, also die Küvette reinkommt.
weil das ist halt hitzebeständiges Silikon und ich habe nämlich das Problem gehabt, also was heißt, das hat nicht nur ich, sondern jeder hat das, dass eben du machst diese Küvette mit 750 Grad Resttemperatur aus dem Brennofen direkt in diese Vacuum Station rein, wo dann quasi das gesamte Gefäß unter Unterdruck gesetzt wird, wo du dann das 1200 Grad heiße Metall reinkippen kannst. Und natürlich ist es dann so, dass diese Silikondichtung sehr stark verbrannt wird, ne? Das ist ganz normal. Und dabei ist es natürlich, passiert das irgendwann, dass es halt nicht mehr dicht ist. Ne? Oder dann kannst du es nochmal umdrehen, so, aber irgendwann musst du es halt austauschen. Und deswegen habe ich mir da ein bisschen Ersatz besorgt. Ich glaube aber jetzt tatsächlich, dass die eventuell zu klein sind. Muss ich aber ausprobieren. Das sind jetzt 3,5 Zoll und ich meine, dass mein Gefäß halt auch 3,5. Ich tue mich halt immer mit Zoll sehr, sehr, sehr schwer. Ich habe zwar im Internet mir das alles so umgerechnet und so und ich habe es in Zentimetern dann ausgemessen und dann irgendwie versucht in Zoll umzurechnen, aber dann ist es halt irgendwie Zoll und dann auch irgendwie noch China und muss man halt manchmal gucken. Und in Deutschland kannst du diese Dinge halt nicht bestellen. Also wenn ihr irgendwas wisst, diese Silikondichtungen in Deutschland bei Amazon oder so irgendwie bestellen zu können für die KayaCast, ey, schreibt es mir in die Kommentare, wo ich oder wonach ich suchen muss. Würde ich toll finden, aber das ist jetzt halt eben von AliExpress, weil ich es halt ja nicht woanders bestellen kann. Und da bestelle ich natürlich auch immer gleich in größeren Mengen, weil ich halt an Angst habe, dass es eventuell sonst, ja, dass ich zu wenig habe und ich dann sofort wieder nachbestellen muss. Was ist hier? Hier ist noch so ein Tee mit dabei gewesen. Aha, ich habe mir so ein paar Feuerzeuge hier bestellt und dann war hier noch so ein Tee mit dabei und so ein kleiner Flyer. Okay, was ist das für ein Tee? Palais Royal Tee. Ich muss aber gestehen, ich bin nicht so der Fan von irgendwie Werbegeschenke-Tees. Also generell, so Werbegeschenke, so eine kleine Gummibärchenpackung oder sowas, ist in Ordnung, aber so Tees, weiß ich nicht. Das sind so ein paar Feuerzeuge, die habe ich mir bestellt, weil die von den Maßen her, ich habe ja hier meine Boxen, die ich so mit meinem Lasercutter immer mache, ne? Haben jetzt auch inzwischen einige Freunde jetzt hier auch zu Weihnachten und sowas als Geschenk und sowas. Also ist ja auch mal die Geräte, die ich hier halt alle habe, ich mache damit natürlich auch ein bisschen Business, sollte man auch immer machen, weil um die Maschinen sich zu refinanzieren, sage ich auch immer in meinen Videos und gebe euch auch immer so ein paar kleine Tipps. Hier haben wir zum Beispiel hier oben Death Note draufstehen, hier unten ist ein bisschen mein Gesicht drauf, innen drin die bösen Zigaretten und hier haben wir nochmal ein Bild von Ryuk reingraviert. Und hier an der Seite ist genau Platz eben für ein Feuerzeug und das sind genau diese Big-Feuerzeuge, die passen nämlich genau hier an die Seite noch rein. Und genau, die sind halt von den Maßen her sehr schmal, ne? Weil sonst hätte ich das Ding hier noch dicker machen müssen und so ist das eigentlich schon mal ganz in Ordnung. Deswegen habe ich mir gleich ein paar mehr Feuerzeuge bestellt, damit ich halt auch mal ein paar da habe, so für, wenn man Kumpel oder sowas was haben will davon oder so, habe ich was da. Das hier ist ein relativ schweres Paket. Also auch wieder so ein China-Paket. Man könnte meinen, hier ist so ein Akku oder eine Powerbank oder sowas drin. Ich weiß es allerdings nicht. Okay. Oder? Ich bin mir gerade... Ich habe gerade so A gesagt, als ob ich jetzt genau wüsste, was es wäre. Aber so sicher bin ich mir da doch nicht. Man kann es auf jeden Fall hier so aufmachen. Da sind so ein paar Adapter mit dabei. Ja, doch. Hurra, das ist aber ganz schön. Ja, so ein Maschinenteil, das ist ja richtig mit Öl zersetzt hier. Das ist um... Oh, riecht aber gut, riecht nicht eklig oder so. Das ist um Ringe größer zu machen. Ne? Angenommen, der Ring wäre mir jetzt hier zu klein. Dann kann ich den hier draufsetzen. Alter, ist das geil gearbeitet. Ja, das ist, dieser Stift geht so ein bisschen konisch zu. Das heißt, ich würde dann, der Ring passt mir, aber ich würde das dann hier quasi so draufsetzen. Aktuell würde er quasi hier auf diese Ringgröße passen. Und dann kann ich das hier oben so reinstecken. Weiß nicht, wofür das jetzt hier dann noch da ist. Macht man das dann hier oben? Nee. Oder ist das hier, um den irgendwie kleiner zu machen? Ach nee, das ist, damit man das dann auf dem Tisch schön hinstellen kann, schätze ich jetzt einfach mal. Hier haben wir noch so ein paar Teile. Sieht ein bisschen aus, als ob das mit Resin gemacht ist. Ja, sieht aus, als ob es aus Resin gedruckt wäre.
Was genau das ist, weiß ich aber nicht so genau. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haut man dann hier oben mit dem Hammer so ein bisschen drauf, um die Sachen hier unten auseinander zu spreizen. Und dadurch macht man den Ring halt etwas größer. Es empfiehlt sich natürlich, den Ring ein bisschen warm zu machen, bevor man das macht, damit das mit Metall halt nicht so spröde ist. Ne? Ganz klar. Und ja, wofür hier diese anderen Sachen da sind, weiß ich nicht. Da mache ich mich vielleicht nochmal schlau und google mal genau, wie man so ein Set hier benutzt oder so. Aber auch da wieder auf jeden Fall interessant. Ne? Dann haben wir hier noch ein Paket, was relativ schwer ist. Gucken, was da drin ist. Ah, perfekt. Oh, es ist aber ein bisschen offen hier an der Seite. Das finde ich jetzt aber nicht ganz so gut. Zumal das jetzt nicht einfach irgendein Material ist. Ich glaube, da werde ich mir nochmal so einen kleinen Becher oder irgendwas, so ein Eimerchen oder sowas für besorgen. Das hier ist nämlich Borax. Also Natriumtetracarbonat. Ja, das ist Borax. Das ist so ein weißes Pulver. Das macht man, weil ich mache ja hier auch mit meinen Ringen und sowas Metallschmelzsachen etc. pp. Und Borax benutzt man dafür, um, wenn man jetzt quasi Altmetall einschmilzt, so Altsilber, habe ich da oben zum Beispiel auch noch welches liegen, da ist natürlich immer ein bisschen Dreck, ist immer ein bisschen Verschmutzung mit drin und so. Und da muss man aufpassen, was ist aufpassen, aber das, ja, man kriegt halt immer dann Schlacke oben drauf und so. Und trotzdem kann aber noch ein bisschen Verschmutzung im Material drin sein. Mit Borax einfach so eine kleine Prise Borax mit reingegeben in das geschmolzene Metall. Und dann kann man es auch so ein bisschen rühren und so. Und dann merkt man richtig, wie die ganzen, wie der ganze Dreck, die ganzen Oxide gebunden werden. Und dann hat man oben drauf wirklich diese ganze ekelhafte Schlacke, diesen ganzen Dreck aus dem Metall, den man ganz einfach mit so einer Schöpfkelle dann rausholen kann, um dann wunderbar sauberes, schönes Metall zu haben. Ja, egal, ob das jetzt Kupfer ist, ob das Silber, Gold, Messing, Bronze, egal bei was. Ne? Einfach ein bisschen rein und dann wird das schön sauber und dann hast du wirklich sauberes, reines, feines Metall. Ist gar nicht so einfach in Deutschland hier an Borax zu kommen, muss ich gestehen. Bei Amazon findest du es gar nichts, aber da findest du halt nur so Borax-Ersatzstoffe, also quasi, ja, was halt zum Waschen halt auch häufig benutzt wird. Das Borax war als Waschmittel eigentlich mal bekannt, gerade in den USA. Irgendwann hast du das halt in Deutschland richtig schwierig bekommen. Du kriegst es halt nur noch mit einem Gewerbeschein, also mit einem Gewerbe kannst du das irgendwo kaufen. Und auch da ist es relativ schwierig, aber beim Kaufland, im Online-Kaufland konnte man es tatsächlich bestellen. Also solltet ihr auch irgendwie mit Metallschmelzung zu tun haben, Kaufland Online, ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung, da habe ich es gekauft. Und jetzt machen wir erst das auf und dann das, weil hier habe ich was Geiles zu berichten. Das, was hier drin ist, werde ich wahrscheinlich wieder zurückschicken können. Ich mache es trotzdem mal auf, um es euch zu zeigen. Weil ich habe ja vor ein paar Jahren ein Review gemacht zu meinem, ich habe es natürlich genau mittig eingeschnitten, ein Review zu meinem 48-Port LAN-Switch habe ich gemacht. Und das ist kaputt gegangen. Und weil ich mit Netgear sehr zufrieden war trotzdem, das hat 2018 habe ich das Ding gekauft und bis jetzt hat es quasi gehalten. Und weil es dann kaputt gegangen ist und ich aktuell wie auf so einer damaligen LAN-Party, wie ihr das vielleicht kennt, so Switch an Switch an Switch an Switch hier gesteckt habe, damit überhaupt mein Netzwerk funktioniert. Und da sind leider auch ein paar hunderter Switches dabei, die nicht so schnell sind. Und ich brauche hier eher Gigabit. Habe ich mir dann schnell bei Amazon hier den 24-Port Ethernet Smart Managed Plus Switch von Netgear geholt. Ne? Weil ich mir gedacht habe, ja okay, ich brauche jetzt auch nicht unbedingt 48-Port, der war eh immer nur so zur Hälfte. Und ja, wenn ich dann irgendwann nochmal was brauche, okay, dann muss ich halt dann nochmal gucken. Also habe ich mir das Ding hier bestellt. Das wandert aber, ich verlinke es euch trotzdem mal unten in der Videobeschreibung, weil das Ding ist auf jeden Fall gut. Also das hätte ich auf jeden Fall auch dann benutzt so. Wenn einer von euch sagt, okay, 24 Ports reichen mir, ist das Ding hier wirklich eine gute Adresse. Ist jetzt hier das JGS 524E, das ist die Modellnummer davon. Ist halt ein Gigabit-LAN-Switch, managed. Also Smart Managed, das ist auf jeden Fall gut. Vor allem diese Smart Managed LAN Switches von Netgear haben eine Lifetime Guarantee. Und das ist etwas, was ich sehr gut finde, aber erst bemerkt habe, als ich das hier schon bestellt hatte.
als mir das dann aufgefallen ist, deswegen tue ich das jetzt hier wieder schön ins Paket rein, als mir dann aufgefallen ist, Moment mal, mein 48-Port LAN-Switch, den ich habe, der ist ja auch smart managed gewesen, habe ich dann den Support von Netgear angeschrieben, habe gesagt, du hör mal, mein 48-Port LAN-Switch ist kaputt gegangen. Und das ist auch der Grund, warum ich sowohl das 24-Port als auch das 48-Port oder generell die LAN-Switches, die Smart-Managed-LAN-Switches. Das ist wichtig, weil nur die Smart-Managed-LAN-Switches haben eben diesen Lifetime-Support, diese Lifetime-Guarantee. Und deswegen kann ich die mega empfehlen. Ist bei mir ausgefallen nach über zwei Jahren. Ich habe Anfang 2018 das Ding bestellt, 2019, 2020, 2021 und jetzt haben wir 2021 Ende. Also sind wir schon, ich habe es so Januar, Februar oder sowas 2018 gekauft, ja. Das heißt, fast 4 Jahre haben wir das Ding jetzt gehabt und da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ich sehe aber gerade, das ist hier gar nicht das ist gar nicht das, was ich dachte, es ist hier was anderes. Es ist hier von Ortur. Von Ortur, der Lasermaster 2 Pro S2. Aber auf jeden Fall habe ich auch, das hier ist halt der 24-Port LAN-Switch. Ich habe aber auch noch, jetzt demnächst bekomme ich noch einen 48-Port LAN-Switch von Netgear. Das wollte ich euch nur erzählen. Der ist auf dem Weg zu mir. Ich habe da schon die Bestätigung per Mail von denen bekommen. Ich dachte jetzt, weil es nicht vom Maße her, hätte man jetzt denken können, dass es jetzt hier drin ist. Habe ich aber auf jeden Fall bekommen. Ich werde jetzt dann wahrscheinlich trotzdem erstmal für jetzt die paar Tage dann hier das 24-Port-Ding da einbauen, bis jetzt das halt andere halt eben da ist. Es kann auch sein, dass ich da vorne noch liegen habe und ich habe das Paket einfach übersehen. Kann auch sein. Ich werde nochmal nachher in der Paketverfolgung gucken. Aber was ich halt sagen wollte, die haben mir halt sofort zugesagt vom Support. Ich habe denen geschrieben, bla bla bla, hier ist kaputt gegangen. Okay, wir haben das Gerät nicht mehr da. Das ist nämlich das, was ich so gut finde. Wir haben jetzt das Gerät nicht mehr da, haben die gesagt. Wir haben aber ein neueres, was wir dir ersatzweise dann halt schicken könnten. Einzige Bedingung war halt eben, ich muss innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt des neuen 48-Port LAN-Switches das alte einpacken. Also einfach nur den Switch selber, ohne Stromversorgung, ohne irgendwas. Die ganzen Kabel sollen halt nicht mit dabei, sondern wirklich nur das 48-Port LAN-Switch muss ich dann, ist auch in einem schon vorfrankierten Ding ist mit dabei, kann ich dann einfach draufkleben und dann schicke ich das quasi zurück, damit die halt eben gucken können, was war denn da der Fehler, um ihre Produkte weiter verbessern zu können. Finde ich super geilen Support, gefällt mir. Und ja, hat jetzt auch hier nichts damit zu tun, dass ich irgendwie YouTuber bin oder so, sondern wirklich, ich habe es ja ganz normal damals bestellt. Das war ja zu meiner Anfangszeit auf YouTube. Da war ich ja irgendwie noch gar nicht so bekannt oder so. Und habe das ganz normal auch gekauft. Das war nicht gesponsert oder so damals. Und genauso wie das habe ich mir jetzt auch ja selber gekauft. Und das fand ich auf jeden Fall richtig, richtig gut, dass sie da einfach hergegangen sind und haben gesagt, so, hier, gar kein Problem, wir schicken dir das Neue zu. Geil. Und hier haben wir von Ortur den Lasermaster 2 Pro S2. So sieht das Ding hier aus, wenn er fertig aufgebaut ist. Werde ich jetzt natürlich hier im TechPack Opening Video nicht machen. So sieht er aber fertig aufgebaut aus. Könnt ihr ja kurz anhalten. Und das finde ich sehr gut, weil ich war damals mit dem Ortur Lasermaster 2 sehr zufrieden. Und hier sehen wir, dass Ortur das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter verbessert hat. Man hat einen Schutz, einen Sichtschutz um den Laser herum, also dass da man nicht mehr so direkt auf dieses blaue Laserlicht drauf guckt. Ist zwar nur ein Diodenlaser, nichtsdestotrotz besteht da bei jedem Laser immer höchste Gefahr fürs Augenlicht. Und wir haben nur dieses eine Augenlicht. Ja gut, zwei, weil wir zwei Augen haben, aber ja, spätestens wenn eins davon kaputt ist, dann war es das mit der dreidimensionalen Sicht. Und deswegen finde ich es gut, dass sie da jetzt in Sachen Schutz ein bisschen mehr gemacht haben, dass die direkt um den Laser so ein kleines Schutzding gebaut haben. Die Achsen, also das Gehäuse hier sieht auch besser aus. Vorne hat man jetzt auch nicht nur einfach so eine Bedieneinheit, sondern die ist richtig in so einem schönen Kasten drin. Man hat einen Notausschalter mit dabei. Finde ich sehr gut. User Manual ist hier Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, glaube ich, dann Portugiesisch und zwei Sprachen. Eine davon ist Chinesisch und die andere Ägyptisch, keine Ahnung. Auch schön hier wieder bebildert. Ne? Wie baut man es auf? Wie richtet man es ein? War ich bei Ortur immer sehr zufrieden mit. Was das hier jetzt genau ist,
weiß ich nicht. Sieht wie irgendwelche Folie-Zeugs aus. Hier haben wir noch ein Zertifikat. Ist das das CE-Zertifikat? Ja, ist glaube ich das CE-Zertifikat. Ja. Ist hier auch mit dabei. Zertifikat, Application, bla bla bla. Genau, hier. Das CE-Zertifikat. Ist ja immer wichtig, gerade hier für Sachen hier in Deutschland. Hier sind noch andere Zertifikate mit dabei. Was ist das hier? Ja, irgend noch ein anderes Zertifikat. Und hier haben wir noch irgendwas mit dabei. Noch ein CLAP-Zertifikat. Ja, auf jeden Fall verschiedene Zertifikate mit dabei. Wahrscheinlich auch von verschiedenen Bauteilen, die hier dann mit dabei sind und so. Und haben wir hier trotz... Ah, ich wollte gerade sagen. Wir haben hier aber auch trotzdem eine Laserbrille mit dabei. Ja, finde ich auf jeden Fall gut, dass die hier... Und hier auch so eine Schleppkette für das Kabel dann und so. Also die haben wirklich qualitativ das Ganze auf ein neues Niveau gebracht. Finde ich sehr gut. Also bei Ortho, wie gesagt, ich habe schon den Ortho Laser Master 1, Ortho Laser Master 2 getestet, habe da Videos zu gemacht. Bin ich sehr begeistert von den Lasern. Also wenn ihr mit einem Diodenlaser arbeiten möchtet, ne, damit guckt euch einfach meine Videos an zum Ortho Laser Master, die ich bis, also das wird hiermit genauso. Vielleicht hat der ein bisschen mehr Power. Stand da irgendwo jetzt mit dabei, wie viel Power der hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Power der hat. Hier steht nur drauf Modul LU2-4-SF. Das wird wahrscheinlich irgendwas mit dem Lasermodul zu tun haben, schätze ich jetzt einfach mal. Den gibt es wahrscheinlich, so wie ich das von den alten Modellen kenne, auch wieder in verschiedenen Stärken. Irgendwie 20 Watt, 30 Watt, 15 Watt. Also da gab es verschiedene Stärken, sage ich jetzt mal, wie viel Power der halt eben hat. Ja, und von der Größe her ist der halt auch wieder 400 x 400 mm Engraving Area. Also 40 x 40 cm. Das ist schon einiges. Ja, da kannst du schon, und vor allen Dingen, das ist halt so ein bisschen portabelmäßig. Das heißt, du kannst das einfach hier zum Beispiel auf den Tisch draufstellen, kannst dir den Tisch lasern, wenn du Bock drauf hast. Irgendwas Schönes reingravieren oder so. Oder, keine Ahnung, packst ihn auf eine Motorhaube drauf und laserst dir irgendwas auf die Motorhaube rein, bisschen Klarlack drüber, zack, ja. Weil in Lack rein gravieren, in Lack rein lasern, haben wir ja auch schon ausführlich gesehen, dass das möglich ist, weil ich habe da meine Fliesen ja immer schön gemacht, die habe ich auch immer so als Weihnachtsgeschenke und sowas oder auch Holzscheiben und so weiter und so fort. Könnt ihr verschiedene Sachen mitmachen, schaut euch meine Videos an, dann wisst ihr, was möglich ist. Das ist hier, wie gesagt, der neueste von Ortho. Auch wieder bemerkenswert, finde ich cool. Die haben sich ganz schön wieder gesteigert und das ist das, was, wo ich halt auch immer denke, dass es, ja, so ein Unternehmen muss immer eine Steigerung drin haben. Ich dachte, hier wäre der 48-Port LAN-Switch schon drin, der wird aber wahrscheinlich noch unterwegs sein. Jetzt machen wir dann die zwei XXL-Unboxings, die großen, die sind aber drüben dann in der Garage. Viel Spaß! So, und da ich hier zwar ein bisschen Platz habe, aber auch nicht allzu viel, machen wir das hier nacheinander. Erstmal haben wir hier den kleinen E-Scooter, das ist hier der von Navi, ist die Marke, und ist der N65. Navi N65 Elektroroller. Ja, ne? Haben wir hier was mit einem 500 Watt Brushless Motor. Was haben wir hier sonst noch? Ultra Long Range, 65 Kilometer Reichweite, 25% Steigung soll hiermit kein Problem sein. Wir haben 10 Zoll Reifen, Electric Brake plus Disc Brake. Okay, also elektronische Bremse und eine Scheibenbremse. Bin ich doch mal gespannt. Ich habe ja schon den ein oder anderen Elektroroller getestet. Da gibt es ja eher, sag ich mal, diese kleineren, schmaleren, die auch ein bisschen leichter sind. Der hier wiegt schon auch wieder ein bisschen was und erinnert mich so ein bisschen von der Aufbau, also von den Bildern, was ich jetzt gesehen habe, an den Mightier Elektroroller, wo wir mal getestet haben. Ne? Hier haben wir auf jeden Fall User Manual und... Ja, hier, das mit dem Kleber, hier ist echt ein bisschen Werkzeug dabei. Hier ist auch die Application Instruction. Also es gibt hier auch eine App mit dabei, wo man dann den Ladestand sehen kann, dann die Kilometer, also wie schnell man gerade fährt, wie viel Kilometer man jetzt den letzten Trip gefahren ist. Current Gear, 0 Gear, aha, irgendwas mit Gear wird hier noch angezeigt und
Odo wird auch noch angezeigt in Kilometern. Keine Ahnung, was das alles noch so heißt. Wir schauen aber auf jeden Fall uns das Ganze hier mal an. Hier haben wir das Netzteil. Das ist wahrscheinlich so ein Standard-Netzteil, schätze ich jetzt einfach mal. Was steht hier drauf? Hoppla. Ja, ganz normal. Und Output haben wir 54,6 Volt und 2 Ampere. Mhm. Okay. So viel zum Netzteil. So. Holen wir hier die Box oder das Ding hier mal komplett raus. Okay, das ist hier nur sonst nur so ein Schutzding noch drumherum. Hier ist jetzt nichts mehr weiter drin, oder? Ja, gut, das ist die Rückseite von der Box. Ich wollte gerade sagen, doch, hier ist noch eine Box. Aber ist einfach nur das, die Rückseite von dem Ding. Dann haben wir hier noch so zwei Dinger. Ist hier noch irgendwas drin? Nope. Und dann holen wir den Scooter hier mal raus. Oh. Ja, hat was. So, haben wir hier die ganzen Dinger wieder rein. So, und hier wird jetzt wahrscheinlich auch so eine Verriegelung irgendwie wieder sein. Oder kann man es einfach so drehen? Hier, das war der Stift. Und hier ist doch garantiert auch wieder irgendein... Aha, das kann ich dann jetzt so. Dann wird's... Aha. Und dann so. Und dann ziehe ich es mir so wieder... Ey, das Ding ist ja richtig geil gebaut. Hier natürlich noch so Aufkleber auf den Reflektoren und so. Hier vorne haben wir dann wahrscheinlich hier zum Laden. Perfekt. Oha, sogar doppelt abgesichert nochmal. Mit hier sehr stabilen Dingern. Hier Seitenständer haben wir auch noch am Start, dass der dann so stehen kann. Hier richtig fettes Display am Start. Gucken, ob wir da auch schon ein bisschen Saft drauf haben jetzt. Ist das hier irgendwie, kann man das... Also hier. Kann man anmachen hier. Oh, bitte, lass schon ein bisschen Akku drin sein. Hier kannst du dann Gas geben. Boah, geil, es ist sogar schon Akku drin. Nice. Was? 47,7 Volt. Hier haben wir die Bremse. Klingel ist auch am Start. Aha. Licht. Oha. Hell. Geil. Anschubse. Ob ich den dann hier... Nee, so kriegst du den nicht gestartet. Es ist zwar mitten in der Nacht, aber ich glaube, ich gehe mal mit dem Ding ganz kurz raus vor die Tür. Und ja, fahr mal die Straße kurz rauf und runter. Ich will mal gucken, was das Ding auf dem Kasten hat. Ich bin gleich wieder da. So, also bin gerade damit mal kurz draußen eine Runde gefahren. Ich muss euch sagen, das Ding ist der Hammer. Also ohne Witz, auch hier das mit dem Display, das gefällt mir richtig, richtig gut. Der ist halt auch einfach so egal fast wo, auch wenn die Steigung war, seine 25 km/h gefahren, ist mal kurz auf 22, 23 km/h runtergegangen, was vollkommen okay ist. Auf der Geraden bin ich sogar mal kurz so bei 27, 28, 29, einmal ganz kurz die 30 angehittet. Ich könnte mir vorstellen, dass man das hier bestimmt noch irgendwie, ich habe es jetzt gar nicht mit der App verbunden oder so, ich könnte mir aber vorstellen, dass man da vielleicht noch irgendwas freischalten kann, weil das Ding hat einen 500 Watt Motor. Und jetzt ist es ja so, dass bei vielen von diesen Scootern, die haben irgendwie 350 Watt, also viel weniger eigentlich. Und 500 Watt, das ist schon ordentlich Power, das merkst du auch. Und wie hier drauf stand, die 25% Steigung. Also ich kenne das von meinen anderen Elektrorollern. Steigung da, Leistungsverlust auch da. Ja? Das war hier nicht zu merken. Also fand ich krass, fand ich jetzt geil. Ja, eigentlich, mal gucken, vielleicht machen wir hier nochmal ein separates Review, aber erst, wenn es ein bisschen wärmer ist. Jetzt vielleicht nicht unbedingt im Winter. Gibt hier drei verschiedene Modis und so. Ja, ist geil. Also wirklich, und vor allem, ne, du hast halt hier auch, wenn du bremst, dann blinkt das hinten. Du hast hier ein richtig gutes Licht mit am Start. Hier. Es ist wirklich auch hell. Ja, also du kannst damit auch draußen richtig schön sehen. Du kannst das sogar noch ein bisschen hier verstellen, hoch, runter, ja, so wie du es gerade brauchst. Hast hier nochmal einen Reflektor unten drunter, also sicherheitsmäßig, ist geil. Gas ist am Start. Und jetzt weiß ich auch,
mach mal wieder aus. Jetzt weiß ich auch, warum das eben nicht funktioniert hat. Ich habe ja hinten, weil du musst ja bei den Scootern meistens ein bisschen Anschwung, erst mal ein bisschen rollen und erst dann kannst du Gas geben. Der hat gar nicht hinten den Motor, so wie ich das von den anderen Elektrorollern kenne, dass hinten quasi dann, ne? Vorne ist der Motor. Vorne ist der Motor, der ist nicht hinten. Und das heißt, du wirst nicht geschoben, du wirst gezogen. Und ist cool. Also, geiles Teil. Machen wir hier die Pappscheiße mal weg. Und dann holen wir mal das E-Bike rein. Also das Ding ist auf jeden Fall nice. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock auf ein separates Review habt. Werde ich aber garantiert nicht mehr im Winter machen. Also wenn, dann irgendwann im Sommer. Vielleicht mache ich es auch irgendwann im Winter, wo ich mich schön dick einpacke oder so. Dann mal irgendwie zur Schmelzmühle fahren und dann da irgendwie schön warm was essen gehen. Wäre vielleicht auch eine Idee. Mal gucken. Vielleicht mache ich da irgendwie so einen Trip mit einem Kumpel oder sowas draus, dass wir gleichzeitig ein Review zu dem Ding und zu dem anderen E-Bike quasi gleichzeitig machen. Dass man dann quasi irgendwie mal fährt, fahre ich mit dem Ding, mal fährt ein Kollege mit dem Ding, dass man mal quasi mit zwei Elektro-Gefährten unterwegs ist. Ich habe da sogar schon eventuell eine Idee, also einen Kumpel, an den ich gerade denke, mit dem man das zusammen machen könnte. Weil mit dem haben wir nämlich auch schon mal auf dem Zweitkanal den Akku getauscht von seinem Xiaomi-Roller. Da haben wir einen größeren Akku reingebaut. Also wenn ihr auch mal wissen wollt, wie man hier bei diesen Elektrorollern den Akku tauschen kann, dass man da mal entweder einen neuen Akku einbaut oder einen größeren, falls man sich eine Variante gekauft hat mit einem kleineren Akku drin. Das ist alles gar kein Hexenwerk, das ist gar nicht so kompliziert. Aber das Ding ist wirklich gut verarbeitet, also krass, krass, feier ich. Ist auf jeden Fall nice, hat auch ordentlich Zunder, also das merkst du auch schon. Ist natürlich nicht gut geeignet jetzt, um damit irgendwie großartig, weil klar, du kannst ihn gut zusammenklappen, so, aber der wiegt schon einiges, das ist weniger was so von wegen, ich nehme es mit im Zug oder im Bus, damit ich dann so Last-Mile-mäßig, das eher weniger, würde ich behaupten. Das ist eher so für, ich nehme es mal im Auto mit, um irgendwo im Park dann damit schön ein bisschen durch die Gegend zu, also so Spazierfahrt-mäßig, würde ich das eher so sagen. Oder halt, wenn du, wenn ich jetzt mal im Dorf irgendwie mal zum Kollegen will oder eine Kleinigkeit einkaufen, also ne, sowas wie mal eben schnell Kippen holen oder mal eben schnell, weiß ich nicht, ja, oder mit dem Rucksack so, ne, dass du ein paar Kleinigkeiten halt holst, also kannst ja hier nicht großartig irgendwie stauraummäßig, aber ist geil, also gefällt mir super, wir machen jetzt den Karton hier weg, holen den anderen Karton, dann geht's weiter. Weiter mit dem Ding hier. Und ihr seht ja, hier hinten haben wir das Ado A20. Nach wie vor noch hier, weil es eins meiner, also ist, ich muss ja gestehen, dadurch, dass ich immer so viel Zeug zugeschickt bekomme, ich verkaufe natürlich auch viel oder verschenke es an Freunde oder spende es irgendwo hin oder so. Aber so das, was mir immer so am besten gefällt, behalte ich natürlich immer so für mich da, um damit, ne, ein bisschen so. Deswegen, ich habe noch meinen richtigen Elektro-Roller. Von Scooter, wie hieß das nochmal? Irgendwas mit Scooter. Elektro-Scooter Futura. Elektro-Roller Futura, so heißt die Firma, genau. Den habe ich immer noch, der so ein bisschen aussieht wie so eine Vespa-mäßig, weil ich das Ding geil finde. Und hier bei dem war es genauso. Das war bis jetzt das geilste E-Bike, was ich getestet habe. Die von Fido und so. Ja, war auch alles ganz, ganz cool, aber hier das hier. Qualitativ einfach nochmal hochwertiger, mehr Power, hat einfach Spaß gemacht. Das war auch sogar so, mein Nachbar hat sich das Ding hier öfter mal ausgeliehen, dass er irgendwie mal zum Bahnhof fahren konnte oder generell hier mal irgendwie, um ins nächste Dorf zu fahren oder sowas damit. Er sagt doch schon, als hier, verkauf mir das mal. Vielleicht kann ich das jetzt tatsächlich machen, weil, ja, wenn mir das jetzt hier besser gefällt oder generell, wenn sie mir beide gleich gut gefallen, ich brauche ja keine zwei, ich habe hier nur einen Bobbes zum Draufsitzen, dann kann ich auch einen davon Ach du Heiland! Das ist ein halbes Moped! Das Ding hat Reifen wie von einem Mofa. Das hat richtig, oder ich weiß nicht, also es ist schon, also... Das ist ja richtig hier für Offroad oder whatever. Ich weiß es nicht. Ach du Scheiße. Das kannst du ja irgendwie... Ey, zieht euch. Könnt ihr das sehen? Was das hier für Reifen sind? Das ist wie von einem Mofa. Das... Ach du Scheiße. Und dann kipp ich jetzt einfach um.
So, so und dann hoch. Ja. So, da haben wir den Elektroroller und das E-Bike auch noch ausgepackt und ja, damit war es das auch schon wieder hier mit dem TechPack-Opening. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben. Da war jetzt eine XXL-Folge, würde ich mal echt behaupten. Also wir haben viele krasse Sachen ausgepackt. Ein cooler Laser, neuer Network-Attached-Storage, 3D-Scanner. Wir haben eine Wash-and-Cure-Station, das E-Bike, der Elektroroller. Viele coole Sachen wieder mit dabei gewesen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Däumchen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Schreibt ein bisschen was Nettes in die Kommentare. Was fandet ihr am coolsten? Oder wünscht ihr euch zu irgendwas davon nochmal ein separates Video? Ich habe sehr viel. Also meistens bin ich halt eher so, dass ich die Produkte oder die Sachen euch dann zeige innerhalb meiner Projekte, wie ich sie dann verwende. Ja? Aber vielleicht mache ich auch nochmal ein separates Review zu dem einen oder anderen. Und ja, dann schreibt mir einfach da mal ein paar Sachen, wie gesagt, in die Kommentare. Natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, damit ihr das Video, das gewünschte Video dann eventuell auch nicht verpasst oder generell die zukünftigen Videos auf meinem Kanal nicht verpasst. In diesem Sinne, haut ihr rein. Bis zum nächsten Mal.